Du hast mich abgeschossen. Grantelbart ist es. Ja. Ist noch nicht mal zugeteilt. Aber ja, klar. Das ist schon automatisch klar, dass es du bist. Ist das normal, dass die M16 immer nur so ganz langsam schießt? Also ja, genau. Die M16, die ist hier ein bisschen abgehängt, weil sonst wäre das zu OP, die Waffe. Ja, ja. Mach mal Testschuss hier. Okay, das ist besser. Ja, sie hat Einzelschuss. Kann man den Feuermodus irgendwie ändern? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Dudu ist Detektiv. Das ist gut. Das ist gut, ja? Ja. Dann hast du kein Problem, wenn ich jetzt mit meinem goldenen Revolver auf dich schieße? Ja, habe ich tatsächlich kein Problem mit. Okay, dann bleibst du mal stehen und leg die Waffe weg. Okay, mach mal weiter. Nein, jemand hat mich beschossen. Du hast dein Wichsgesicht nicht darüber. Der Krattelbart sprüht rum, der ist Traitor. Ja. Au! Oh, da schießt einer. Ja, er hat auf uns geschossen. Und weiter weg. Wieder von oben. Von oben, ja. Immer von oben, jetzt hört doch auf, von da oben zu schießen. Ja, so Perry oder Quizzix, einer von beiden. Da, ja, Quizzix, ich hab ihn gesehen. Ja, dann komm einfach nach unten, Heizungskeller, da muss der kommen. Aber Detective, du kannst Heilung kaufen, dann können wir uns einfach die ganze Zeit voll heilen. Ja, ja, ja. Kevin, ah! Kevin.de? Ja, bitte? Bist du trusted? Was heißt das? Also nein. Also nein! Oh, ja. Worauf schießt du, Tudu, Mann? Ja, da oben hier auf dem Bösewicht. Dieser Quizzix, Mann. Er hat mich schon wieder getroffen, der Bastard. Ah, der Bastard! Ist Perry dann der Zweite? Bin fast tot, Mann. Dann ist Perry der Zweite Traitor. Nein. Doch. Oder du, Mucka. Nee, nee. Doch, doch. Alle wurden angeschossen, außer Perry. Ja, weil ich mich versteckt habe. Boah, das ist Gruntelbart. Aber ja, Gruntelbart genau. Hat Schaden bekommen, der kann's nicht sein. Der Traitor oben hat nicht mehr viel Leben. Der Quizzix. Tudu fällt the body of the Perry. Jawoll. Tudu, pass auf, nur noch wir beide leben, ja. Und der Traitor oben. Kann ich mich als Detektiv auch selber heilen? Du kannst dich selber heilen. Du kannst dir aussuchen, ob du dir so ein Portable-Teil kaufst. Damit na super, ich habe mir den DNA-Scanner gekauft, weil da so ein Medizin-Plus drauf war. Das war nicht ganz das Richtige. Portable-Medikit habe ich gekauft. Portable-Medikit, dann machst du mit Linksklick. Ach, da ist es. Heilst du dich selber? Oder mit Rechtsklick? Rechtsklick. Ich, genau. Mit Linksklick heilst du mich. Warum stöhne ich wie eine sexuell erregte Frau? Das ist der Special-Effekt. Okay, geil. Also lebt er da oben noch, Mucke? Ja, ja, der lebt noch. Lebt tatsächlich noch. Immer diese Camper da oben, nee. Immer das gleiche mit den Kids. Pass auf, willst du mal was Lustiges sehen? Ja, mach mal was Lustiges. Okay. Da hab ich gleich wahrscheinlich. Oh, ja, das toter ist Traitor. Ich wollte eigentlich drunter schubsen mit dieser Granate. Ah. Wer war jetzt Traitor? Quizzix und Super. Die einzigen, die nicht beschossen wurden. Also so erkennt ihr das zum Beispiel ziemlich einfach. Ja, Perry habe ich entlarvt, weil er mir ins Kreuz geschossen hat und als einziger da hinten war. Ich weiß nicht, wie der Quizzix mich getötet hat. Ich war doch voll in Deckung, Mann. Nee, du warst zu weit links. Ah. Da habe ich dir voll in den Rücken geschossen. Ja, das war nett, auf jeden Fall. Sehr ehrenvoll von dir. Ein ehrenvoller Tod, Sir. Ah! Da schießt einer. Jetzt schon? Wie jetzt schon? Wieso? Warum verzieht sich der Kevin? Der weiß schon mal irgendwas. Mann, warum bin ich wieder innocent? Ich will endlich verdammt nochmal Traitor sein. Oh, das war schon sehr verdächtig, Kevin. Ja. Das war sehr verdächtig. Gruntelbart, ein Tudu hier. Geht weg von mir. Der Kevin ist auf jeden Fall Traitor, würde ich sagen. Oder Tudu. Der ist sicher hier, nimm die Waffe. Komm. Headshot. Tudu ist es, Tudu ist es, Tudu ist es. Ich hab ihn getötet. Dann ist Kevin der Zweite. Dann kommt nee, Kevin bitte. War's nicht. Tudu hat ja Kevin angeschossen. Du musst einer von euch dreien ist es, meine Freunde. Darf ich Schimpfwörter in den Raum werfen? Ist jetzt schon jemand tot?
Du hast nicht gesehen, dass ich hinter ihm stand und genau seine Tat beobachtet habe. Ich dachte, er ist Traitor. Ich hab hier einen Freund mitgebracht. Wo ist die Leiche von dem? Er war innocent. Moment mal. Was macht ihr da? Ich hab den Kevin gefunden. Zeig mal, lass mich mal die Leiche checken. Da. Ja, Tudu ist es. Ja, Tudu war's. Mucke rennt mit der Leiche. das ist mein neuer Buddy. Kann man irgendwie sprinten? Nee, ne? Nee. Nein. Dann ist mal Tudus Leiche nochmal suchen alle. Hier. Ich bin hier im Heizungskeller mit Kevin. Einer ist hinten bei den Kabinen am Spawn. Wir sind beste Freunde. Nicht du, Perry, da ist noch einer. Ja, ich war das. Oh. Ich hab gecheckt, ob Tudus Leiche da. Er rennt wieder zurück. Ja. Vielen Dank für die Info. Also. Ah, wer rennt mir da hinterher? Kevin möchte hier spielen. Hallo, ich bin Kevin, ich spiele. Hallo Perry, was machst du da? Ich beobachte. Ja, ich dich auch. Hey, ihr da hinten, guck mal, Kevin lebt, hallo! Kevin winkt zu uns! Hallo! Hallo! Okay. Ja. Hey. Dieser morbide Humor. Kann das sein, dass du das mit einer gewissen Neigung verbindest? Nein. Diese Neigung dürfte ja aufschlussreich sein auf deinen Charakter und so. Oh, was das zum ist Teufel. Und da ist jemand gestorben. Kevin, der ist gestorben. Hallo. Nein, der war schon davor tot. Hier ist einer gestorben und das war Perry. Also ist es entweder Gruntilbart oder Mucka. Moment mal. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Nein, du bist gestorben. Detective, also muss es Mucka sein. Nein. Schwein. Ja. Das war richtig geil. So, was wählen wir? Minecraft City. Das ist okay. Da kann man nicht umkämpfen. Mensch, wieso sind so viele schon gestorben? Brandelbar, du bist ein Bastard. Ich stehe hinter dir, du schießt Kevin an. Ich hab dich nicht gesehen, Mann. Ich dachte, komm, du bist allein. Ja. Kevin hat sie auch noch so schön entwaffnet, das war perfekt. Ja. Ich wusste ja nicht, dass du es bist, Mann. Er entwaffnet sich und du ballerst auf ihn. Und ich sehe das und denke mir so, nö, so nicht, Kulich. Das stimmt was nicht. Aber ist doch lustig, muss ich sagen. Macht Spaß. Jo, ist echt lustig. Ihr seid alles scheiße. Das die, jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde Map downloaden. Oh, ist das die Map, wo du uns erklärt hast, was TTT... Nee, das ist eine ähnliche Map. Aber auch eine Minecraft-Map. Mhm. Weil die ja, hab ich gedacht cool. Bei dem Titel, ja. Oh. Bei der Map können wir zum Beispiel mit dem Traitor-Tester spielen. Da gibt's einen Traitor-Tester, der ist nicht so wie die Rutsche, dass man alleine rutscht, sondern da gibt's drei verschiedene, Hallo! Räume. Gavin, was machst du? Da muss man dann drei Innocent oder Traitor rein und wenn einer von den Traitor ist, dann sagt er an, dass einer von den Traitor ist. Aber der sagt nicht an, wer das ist. Geht's schon los? Bin ich zu spät? Du bist auf dem Desktop. Bin ich auf dem Desktop? Oh ne, deine Oma ist auf dem Desktop. Ich hab ein Bacon gefunden. Ah! Wir schießen hier so. Was zum Teufel war das denn? Wo ist mein Schwein hin? Kevin war Traitor! Kevin war Traitor? Oh! Wo ist denn der Kevin? In so einem Minecraft-Haus. Hast du den getötet? Ja, der hat mich angeschossen. Hast du ihn identifiziert? Ja. Gruntelbar. Geh mal dahin. Ich weiß nicht, wo das ist. Wie, du weißt nicht, wo das ist. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Warte, ja, dann suchen wir den. Komm. Wo war sind der? Jetzt trotzdem zwei Traitor oder nur einer? Das war ja, hier war so ein. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier hinter dir. Ja, ich dachte. Hier ist nirgends, wo der. Ja, hier war irgendwo so ein Haus hier oben. Warte mal.
Gruntelbart, glaube ich, ist es. Ja! Perry hat mich schon längst getötet. Wer ballert denn da? Perry. Identifizier ihn. Ja, hab ich schon. E drauf drücken. Geht, ja, hab ich. Geht nicht. Und wer ist das? Kevin. Okay, stimmt. Steht der die ganze Zeit. Sag ich doch. Was war das? Du hast dich schlecht angestellt, Grantl, ey. Wie soll ich denn? Ich weiß ja nicht, ob er sehen kann, dass er nicht der Schuldige war. Boah, hätte es sehen können. Du hast nicht drauf gedacht. Ich hätte drauf denken können, weil ich hab. Du hast gesagt, dass er Traitor war, der war aber gar kein Traitor. Also ich hab nur gesehen, dass er Confirmed Death stand. Hey Perry, warum bist du so hochgeflogen? Oh, shit. Ich war gerade nur ein bisschen verwirrt, weil nebenan einer. Kann man denn, wenn jemand tot ist, sehen, dass der Traitor ist? Also. Da steht entweder ein grünes I oder ein T in Rot. Genau. Oder ein D in Blau. Also wenn man den identifiziert, dann kann man sehen, ob der Traitor war oder nicht. Ah. Das ja. Okay. Aber solange der nicht identifiziert wurde ist, kannst du das nicht sehen. Die M4 ist voll scheiße, muss ich sagen. Ja. Die bringt echt gar nichts, Alter. Tudu! Ich, was? Hat der Tudu da jemanden angeschossen? Ich schieß niemanden an, ich bin Detektiv. Hat der Quizzix da jemand versucht vorzutäuschen? Beschütze mich, Tudu. Wieso soll ich einen Traitor beschützen? Ja, ich. Ah, ja, ja, war das? Ja, ja. Hast du dich gestanden? Hast du gestanden, ja? Hört immer auf, mir zu folgen, bitte. Junge! Willst du etwa in deinen Traitor-Shop? Jetzt habe ich hier drei Traitor hinter mir. Junge, ich verfolge dich, weil ich Angst habe. Bitte beschütze mich. Jeder, der mir folgt, muss die Waffe weglegen. Ich will ja nichts sagen, aber der Grantelbart, ne, der hat mich eben auch verfolgt. Kurz nachdem der mich umgebracht hat. Ja. Bevor. Das ist so die gängige Praxis, oder nicht? Wieso hüpft denn der Mucker da oben so allein rum? Genau, Kevin, warum beschuldigt der andere der Mucker? Weil ich weiß, dass der Kevin Traitor ist. Ja. Kevin, komm mal hier. Warst du gerade in deinem Zielmenü, Mucker? Kevin, ich zeig dir mal was Cooles. Komm super, mal hier. Ich mach die gleiche Scheiße wie du. Hab 50 HP nur noch. Nee, vertraue ich nicht. Kevin, komm mal hier. Komm mal hier. Kevin. Doch, ich zeig dir was richtig Geiles. Das ist bestimmt irgendein Tester. Nein, der Tester, der ist unter der Erde. Guck mal, siehst du diese MG, die da ist? Was machst du? In diesem Tunnel. Ah. Da ist eine MG. Ah, und das TNT auch? Wir schießen. Welches TNT? Ich sehe da kein TNT. Oh, Gantelbock! Kannst du das in die Luft sprengen, ja? Oh, ja. Das geht. Bei mir ging's nicht. Ich glaub, zwei Schüsse brauchst du dafür. Mit deiner Waffe. Scheiße, ich kann mir nichts mehr kaufen jetzt. Wow, was schießt da rüber? Ich verlass. Ich hab das TNT kaputt geschossen. Kevin? Ja, bitte? Mucka ist der Traitor. Ah, nein, ich hab grad Gantelbock. Oh. Das mit dem TNT war eine Falle, der wollte nicht. Nein, Alter. Ich hab aber grad, das hätte. Ey, warte, habt ihr grad nicht zugehört? Der Quizzix hat Gantelbock gesagt und seitdem ist. Quizzix ja, Leiter. Komm, ey! Hat er das? Ja, habt ihr das gehört? Ich war gar nicht in seiner Nähe. Der ja, sagt irgendwelche, ein verwirrter Geist aber, sieht, aber das, was er sieht. Das Lächeln in Grandelbarts Stimme. Ja, das soll nein, da ist klar. Ja, das ist verletzt. Perry auf. Ah! Perry hat Marker. Ich bin ein Versager. Ich hab's gerade so überlebt, Mann. Also, ach, Perry, verdammt nochmal Mucke, Alter. Grantel, ne? Ich dachte echt, es ist an allen vorbeigegangen, aber Mucke hat's nicht vergessen, der Bastard. Ah. War geil. Ja, Mucke ist ein schlauer Fucker. Ich bin echt überrascht, wie die Waffen teilweise schießen. Ich rechne immer so mit Dauerfeuer, aber da kommt immer kein Dauerfeuer. Ja, Dauerfeuer. Diese Aug, die kann ganz gut Dauerfeuer schießen. Ja. Oder halt, also ich finde, die stärksten Dauerfeuerwaffen sind diese MP5 und sowas. Oder Farmers. Oder Traitor-Waffen. Oder so. Fuck! Jetzt fall ich ja noch runter. Ich bin Detective, ich bin Trusted. Baut man. Ich bin Innocent, ich bin sehr Trusted. Seid ihr denn alle da oben? Tudu, was bist du? Oh. Ich bin auch Innocent. Ach ja. Tudu, wenn du Innocent bist, dann würde ich das am G da holen. Was denn? Ja genau, dass du mich da abschießen kannst. Ey, Quizzix, mach mal deine Waffe weg. Bist du? Und Tudu, du auch, Alter. Warum? Du bist kein Detektiv, du hast gar nichts zu befehlen. Wieso machst du dir deine Waffe nicht weg? Weil ich nicht zur Selbstverteidigung brauche. Ja.
So Selbst-Traitorisierung, ne? Ja, ja. Ups, ich bin auch runtergefallen, hab nur noch 50 Leben. Da waren selbst Leute. Das war Perry. Wer war das? Perry? Perry. Identifizier bitte die Leiche, Quizzix. Wie kann ich das machen, Alt? Hab ich. Okay, oh, identifizier auch mal die anderen. Wo ist denn der zweite? Der mit E oder wie? Ach, da. Was denn? Also, identifizier mit E, ja. Okay. Ja, dann, würde ich sagen... Nein! Traitor. Tudu lebt noch. Ja, Tudu und Kevin. Aber Kevin zieht so komisch auf mich. Ja, ich töte mich gerade fast selber. Ich bin jetzt zweimal schon die Lade runtergefallen. Ey, die sind beide neben mir. Also einer von euch ist Traitor, ne? Wer, du oder wer? Ich bin's nicht. Ich bin's nicht, auf jeden Fall nicht. Tudu, du bist halb tot. Hast du jemanden beschossen? Ja, weil ich hier zweimal die Leiter runtergefallen bin. Ja. Oder Kevin. Weg mit deiner Schrotflinte. Du bist nicht trusted. Also ich möchte ja nur anmerken, dass Tudu der Einzige war, der nicht... der gerade nicht da war, oder? Eben, ja, dann komme ich halt wieder, ist mir doch egal. Ja, aber der Bombenanschlag ist schon vorbei. Was ist ein Bombenanschlag? Wow! Weg da! Es geht nicht hoch. Kevin, warum schießt du da drauf? Kevin kann ich treffen. War da jemand drin, oder was? Nee. Ja, oder Kevin ist es. Okay, nee, warte, wir gehen alle nach unten. Alle nach unten in den Untergrund. Wo kann man noch runter? Wo ist... Ja, eben. Ja, die Leiter gehe ich bestimmt nicht nochmal runter. Bin ich gleich tot. Ich muss einfach dran springen. Da sterbe ich, treff die nicht. Doch. Ich hab's schon zweimal versucht. Kevin, du als erstes. Nee. Kevin. Ich schmeiß der Granate da rein. Kevin, du als erstes. Ich bin Detective. Ja, stimmt, er ist Detective. Kevin, ich befehle dir, nach unten zu gehen. Hey, mach mal Platz da. Ja, geh. Okay. Klappt das? Nein! Oh mein Gott. Passt schon wieder gestorben. Jetzt alle hier hin. Jetzt da rein. Alle rein mit euch. Alter, das ist eine Falle. Und jeder in einer Tür. Das ist eine Falle, Mann. Um das aufzumachen. Das ist keine Falle, das ist ein Tester. Warum bin ich jetzt außerhalb? Tudu, rein mit dir. Tudu! Der alte Pokerface, Tudu. Ich hatte nur noch 22 HP halt, weil ich zweimal die scheiß Leiter runtergefallen bin. Also ist wirklich die Leiter runtergefallen? Ja, natürlich, zweimal. Ich dachte echt, du hast gekämpft. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus!